Herzlich willkommen zum D-Commerce Interview Vlog und Podcast. Heute mit dem Autor und Digitalisierungsexperten Dietmar Hölscher anlässlich der Veröffentlichung seines neuen Buches Chance Digitalisierung. Ja, danke, dass das geklappt hat. Trotz Corona und Homeoffice, eigentlich wollten wir es ja live machen und jetzt heute aus dem Homeoffice. Erzähl doch mal, worum es geht in deinem Buch. Ja, worum geht es in meinem Buch? In meinem Buch geht es um die Chance, die sich bietet durch die Digitalisierung. Ich bin der festen Überzeugung, dass Digitalisierung ein Thema ist, das heute alle betrifft. Wir merken das durch die Corona-Krise jetzt insbesondere. Es gab so viele Menschen, die jetzt erstmalig ein Headset benutzt haben, die Videokonferenzen benutzen. E-Payment wurde auch für Leute populär, die vorher nur Bargeld benutzt haben. Und auch die Annahmequote von E-Payment wird größer. Das Einkaufsverhalten hat sich komplett geändert bei vielen. Und man hat gesehen, dass auch Unternehmen, von denen man erwartet hat, dass sie gut auch schon digital aufgestellt sind, wie zum Beispiel Mediamarkt, haben völlig versagt in jeder Art und Weise. Da ist sicherlich noch ganz, ganz viel Luft nach oben hin, sowohl bei den etablierten Unternehmen, von denen man glaubt oder die selber glauben, dass sie schon digitalisiert sind. Und natürlich auch für Unternehmen, die die Digitalisierung bislang immer abgetan haben als, naja, das betrifft mich nicht und für mein Geschäftsmodell brauche ich das nicht. Ich habe ein Bauernlädchen oder ich habe irgendwas. Ich brauche es an dieser Stelle nicht. Und da hat sich gezeigt, wie doch dieser Trugschluss da ist. Und vor allen Dingen ist es so, dass sich die Menschen gerade ändern. Das heißt, das Einkaufsverhalten verändert sich, auch die Gewohnheiten ändern sich jetzt gerade und das in einem rapiden, schnellen Tempo. Sowas ist eigentlich noch nie da gewesen, das, was jetzt passiert ist. Und da kann sich keiner mehr vor verschließen. Und für wen ist dieses Buch gedacht? Also für wen ist das Buch gedacht? Das Buch ist gedacht für Geschäftsführer, für Projektleiter, für Innovatoren, Change Manager, für Selbstständige oder für Unternehmer, die sich noch selbstständig machen wollen, die für alle die, die sich jetzt mit der Digitalisierung beschäftigen. Es ist ein Rundumschlag in alle Richtungen und es zeigt so ein bisschen auf, worauf es ankommt, wie man Digitalisierung richtig anfasst. Denn nur zu digitalisieren ist auch keine Lösung. Wichtig ist es ja, wie macht man es? Und für die Digitalisierung gibt es auch wenig Vorbilder und wenig Dinge, die schon richtig gut gelaufen sind. Und dieses Buch soll so ein bisschen so ein Anreiz geben, eine Idee geben davon, wie man mit Digitalisierung umgehen kann, worauf man achten muss, was das bedeutet, weil einem halt diese Vorbilder fehlen und weil man es in der Schule oder im Studium so nicht lernen konnte. Warum sollte man denn genau jetzt damit starten? Warum jetzt genau damit starten? Das kann ich sagen. Erstmal war es auch schon vor der Krise schon fast zu spät für viele Unternehmen, bloß man hat es nicht so gemerkt. Das Verhalten, was sich in den letzten Wochen passiert ist, ist halt wie in so einem Zeitraffer abgelaufen. Das heißt, das, was normalerweise Wochen oder Monate oder Jahre gedauert hätte, ist jetzt innerhalb von wenigen Minuten, Stunden passiert. Und auch wenn sich jetzt einiges wieder lockert, und nicht nur jetzt, sondern auch in den nächsten Monaten, wird es ja irgendwann wieder zu einer Normalität kommen. Und selbst wenn es jetzt noch Wochen oder Monate bis zum Jahresende anhält, bis ein Impfstoff gefunden ist und so weiter, ist es trotzdem so, dass sich die Welt jetzt verändert hat. Also sie wird sich nicht nur verändern, das natürlich auch weiterhin, sondern die Welt hat sich bereits verändert. Und man muss jetzt darauf reagieren. Es wird nicht wieder zur Normalität alles zurückkehren. Das muss man sich einfach jetzt abschminken. Das heißt, wenn nicht jetzt, wann dann? Das ist die wichtige Frage. Das größte Momentum ist gerade da, Chance, Geld auszugeben, ist gerade da. Und selbst wenn ich jetzt gerade kein Geld haben sollte, es ist total wichtig, genau jetzt auch trotzdem zu reagieren. Denn wenn ich jetzt nicht reagiere, dann werden es andere machen und dann bin ich so oder so verloren in dieser Welt. Das heißt, ich muss eigentlich jetzt auf den Zug aufspringen und mich jetzt mit diesen Themen auseinandersetzen. Und deswegen halte ich das für unheimlich wichtig, sich jetzt in diesem Moment, egal was gerade ist und egal wie viel Stress und was gerade alles drumherum passiert, gerade auch Einzelhändler, die jetzt gerade nur hoffen, ja, wie kriege ich die Leute in meinen Laden hinein, beschäftigt euch bitte mit dem Thema. Das wird euch einfach nicht mehr loslassen und es wird einfach auch nicht wieder weggehen, wie das einige jahrelang gehofft haben. Klasse und danke für den interessanten Einblick, den du uns gegeben hast.
Ja, danke. Ich hoffe, ich konnte auch einen kurzen Einblick geben in das, was dieses Buch euch bringen kann, wenn ihr es lest. Hat mich sehr gefreut. Jetzt nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Dann sehen wir uns bald wieder hier im D-Commerce Interview. Mehr Infos, aktuelle Themen des digitalen Handels findest du unter dcommerce.blog in unserem Blog.